Meine Güte, was war das gestern für ein Auftakt hier zur Rückrunde? Wir hatten Elfmeter, rote und gelbe Karten. Wir hatten Pfostentreffer. Wir hatten viele Tore. Wir hatten Beleidigungen. Was hatten wir noch alles? Ich glaube so, ja, keine Verletzten. Okay, das hatten wir nicht. Verletzte fehlen noch. Ansonsten war da eigentlich schon alles dabei. Ein bisschen einseitig verteilt. Aber... Oh! Scheiße. Latte! Latte! Mann, du scheiß verkackte Latte! War vieles dabei. So, und ihr hört es, Mucke hat hier sich einiges vorgenommen für den Samstag! Geh in die Ecke. Meine Güte, schreibt uns mal gleich in die Kommentare, was glaubt ihr, wie geht dieses Match aus? Wer gewinnt? Gewinnt Mucke? Oder kann ich hier in der Bundesliga-Statistik weiter meine Führung ausbauen? Und wer gewinnt vor allem in echt? Da ist es natürlich für beide Mannschaften ganz wichtig, zu punkten, möglichst gut in die Rückrunde zu starten. Was willst du denn? Ist ja schon wieder der gleiche Schiri, den verhau ich. Was? Das war wohl Stimmerfaul oder so. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ach, der spinnt. Also ich hab die Schiris hier in FIFA heute an diesem Spieltag gefressen. Obwohl es erst ein Spiel gab. Ja, ja. Oh. Ja. Auf jeden Fall ein besserer Beginn für dich. Wo ist der Ball? Da. Über Sonne, hau ab. Es ist Winter. Verpinkel dich. Jetzt. Ja, komm, zieh. Alter, die ganze Strafraum ist leer. Sag mal, bist du bekloppt? Alter. Abseits auch noch. Jetzt dachte ich schon, der Pfeif für den Elfmeter, ich hätte den erwürgt. EA hat hier eine leichte Verzögerung, aber es geht zum Glück weiter. Ja, abseits. Der Kopfball war sowieso scheiße. Jetzt reicht's dem Mucke, aber endgültig hier. Warum hast du den Ball? Was soll das? Weil ich jetzt ein Tor mache. Oh, geil gespielt. Du machst kein Tor. So, die Ecken, die kamen gestern richtig bombastisch. Alter, doch nicht direkt auf den Keeper, Mensch. Auf den Spieler, Mensch. Spinnst du? Jetzt kommt Hamburg. Ja, schönes, munteres Spiel hier. Ja, auf jeden Fall. Die schenken sich gar nichts. Und nächste Chance gehalten. Weg damit, weg damit. Also ich würde sagen, es hätte hier durchaus schon 1-1 stehen können. Oh, Alter. Ja, so langsam habe ich hier, glaube ich, schon fast eine Chance. Plus. Also ich hatte 3. Wir schauen nachher mal auf die Werte. Ja, unterhaltsam. Was machst du denn? Oh. Na komm, fangen wir bloß nicht an zu heulen, jetzt Henker. Mucke ist gut drauf. Oh, du kannst doch nicht durch eine Zumauer spielen. Bist du der Bieck? Aber ich hab den Ball immer noch. Ja, Draxler ist aber nicht mehr hier. Der spielt jetzt in Paris. Ja, haut EA da eigentlich mal wieder ein Update raus? Das wäre schön, weil das ist immer so ein bisschen blöd an der Rückrunde. Ey, viele Kader nicht mehr aktuell sind. Da müssen wir bis FIFA 18 warten. Ja. Jetzt. Hamburg zieht. Nein, hör auf zu ziehen. Ich zieh dir das Trikot aus. Komm. Boah, du Spinner, du Scheiße. Tap. 26. Minute. Geil, schon wieder eine Führung. Für mich. Oh ja, der hat gepasst. Klasse. Ich glaube, ich brauche kleinere Tore. Es war ein Traumstart fast für Mucke. Alter! Am Anfang gab es leider nur den Lattentreffer. Und jetzt dreht Hamburg richtig auf. Und führt 2-0. Hamburg hat sich gefangen. Ich schlage doppelt zu. Meine Güte. Ganz ungewohntes Bild. Ja, genau. Pfeif du auch mal, du Pfeife. Meine Fresse.
Oh, ja, wichtig. Ja, schön. Ja, wo willst du denn hin jetzt? Mein Gott. Hamburg ist ja langweilig. Sisse. Ja, sisse, sisse. Ja, jetzt auch noch Schweinchen mit mir spielen. Jetzt aber bist du bekloppt. Jetzt hat sich mein Headset auch noch verhakt. Oh, Freunde, das war jetzt richtig kacke. Ach du Scheiße, geh doch nach Hause. Da liegt der. Oh, wie steht heute mal auf? Ach, der kann gleich nach Hause fahren. Ja, ole, ole, ole. Ja, was jubelt ihr eigentlich? Wir liegen 2-0 hinten. Das sind bestimmt die Hamburger, die meinen hier zu jubeln. Ja. Du recht. Ja, meine Güte. Klasse gemacht. Oh. Schade, das war ganz knapp. Yo! Alter! Da ist noch meine Freude dran. Ja, und der hat auch noch einen Wurf, der Lappen! Oh, ja, gut. Bam! Alter! Komm, pfeif zur Halbzeit. Komm, mach ihn den Angriff kaputt. Ja, oder so. Och, Mann. Ja, ich wollte gerade sagen. War doch nix. Soll aufhören zu heulen. Was sind die in Hamburg für Weichflöten? So, wir schauen auf die Werte. 2-0 führe ich. 9-7 Schüsse, 7-6 aufs Tor. Mehr Ballbesitz. Mehr Zweikämpfe, Fouls 2-1, aber noch keine Karte. Kein Verletzten. Einmal Abseits, 3-2 Ecken. Schussgenauigkeit bist du. Besser Passgenauigkeit. Ich... Ja, das wird interessant. Also der erste Durchgang, der war schon mal richtig genial. Abwarten, ob Mucke jetzt im zweiten auch trifft. Es ist die dritte Halbzeit in Folge. Ohne Tor. Hier in der ja, genau, hier in der Rückrunde ohne Torerfolg. Für Mucke. Auch schon lange nicht mehr. Ja, morgen geht es im Übrigen weiter mit... heute noch Bremen, Dortmund und Leipzig, Frankfurt. Und morgen haben wir noch Leverkusen, Hertha und Mainz gegen Köln für euch. Also, wir starten direkt mit einem richtig schönen FIFA-Wochenende. Also, bis jetzt ist es nicht schön. Boah, je nachdem, für wen man ist, ne? Oh. Ja, komm, wir brauchen mal ein paar Verletzte hier, sonst ist ja langweilig. Was willst du denn jetzt? Habe ich wieder einen Stürmerfoul begangen oder kriege ich einen Elfmeter? Warum kriege ich jetzt gelb? Achso, okay. Bestimmt für das. Boah, ho, 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 ho. Ah, no. Oh, oh. Alter, jetzt. Ja, richtig so. Das hast du wunderschön gesehen. Das ist jetzt Quatsch. Ach du Kacke. Oh, Rodriguez, geh nach Hause. Irgendwie will ich sie immer alle nach Hause schicken. Komm. Der zieht und zieht und da geht keiner ran. Sag mal, was bist du denn für ein Affe? Ecke. Ja, die hast du doch nur die gewollt. Kann ich. Die, ja, na klar. Ja, den habe ich. Gomez, komm. Jetzt richte das. Alter.
So, ich habe aber Ball jetzt hier. Ja, egal. Dafür auch gleich ein Spieler weniger. Oh, der war gut. Jo. Oh. Klasse. Ey, jetzt habe ich schon wieder den Überblick verloren. Komm, 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 zieh, zieh, zieh. Oh, ja. Ey, der ist von alleine wieder auf die Fresse gefallen. Scheiße, da wollte ich nicht hinpassen. Doch, das wolltest du. Wolltest du nicht zugeben. Ja, na klar. Ja, fast drin. Jetzt will er mich lächerlich machen. Jetzt, ja, boah. Und was rennst du denn vor, du Arschgeige? Super. Bam, ja, bam. Oh nein. Ich dachte, der wäre drin, ey. Ja, ja, richtig so. Schmeiß sie mit dem Rot vom Platz. Ja, du hast gefoult. So rüber. Immerhin nur 2:0. Ja, ist schon mal eine Steigerung. Ja, ne? Boah. War sauber, halt im Mund. Ja, jetzt fliegt er. Ja, also tschüss. Auch meine erste rote Karte. Wiedersehen. Wie? Oh nein, letzte Ermahnung. Oh, hab ich ein Glück. Ey, mir hätte er jetzt glatt rot verpasst. Ja. Hm. Ich scheine den Schiedsrichter sympathisch zu sein. Das kann nicht sein. Gut. Oh, es, ja. Ja, okay. Hallo? Gekuschelt wird nach dem Spiel. Ja! Das war ein gutes Tor. Gomez. Ja, jubel ruhig. Ja, genau. Das war ein schöner Treffer. Oh, da passt doch vor, war das knapp. Ja. Ich hab den Pfiff mal wieder nicht gehört. Ist zu einfach zu laut hier. Wir rasten. Wir rasten aus. Auf jeden Fall. Schön gemacht. Und Hamburg mit der direkten Antwort. Du kannst mich mal gerne haben. Komm, Arnold. Das gibt Minuspunkte der B-Note, das schwöre ich dir. Oh! Ei, 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 ei. Oh, war das geil gespielt. Scheiße, nein! Nein! Kacke! Okay. Die musst du dann machen. Oh, das ist mir jetzt nicht ernsthaft passiert. Doch, doch. Aber trotzdem sehr schön gespielt. Das muss man wirklich sagen. Oh, ey. So schön die Lücke gesehen. Ich kann's ja doch. Plus Viertelstunde, ein bisschen Zeit hast du noch. So, ich wechsle meine gelb verwarnten Spieler hier aus. Ja, ich wechsle auch. Und eine frische Offensivkraft gibt es auch noch. Die rennen mir immer einen zu Schritt zu früh los. Immer schön an dem Gegenspieler vorbei und dann doch den Ball nicht zu kriegen. Jetzt werde ich auch noch behindert hier. Abseits. Ja, richtig. Was machst du da? Der ist bekloppt.
Boah! Also jetzt haust du die aber alle um, oder was? Deine Körperkraft, mein Freund. Wie? Das läuft noch? Na klar. Oh, Ecke. Nimm ihn doch in... Was regt mich auch immer auf. Schöne Ecke. Ah, Mann. Komm, die Hamburger sind nicht so kopfballstark. Oh, ich hab nicht mal Ball. Ja, super. Oh. Ey, willst du mich verkackeiern? Wow. Also es hätte hier auf jeden Fall schon unentschieden stehen müssen. Verstoß. Oh, schnell ausgeführt? Nein, doch nicht. Oder doch? Weg damit! Also Wolfsburg hier mit Pressing, meine Güte. Jetzt steh auf, ich brauch dich. Mann. Komm, lauf, bis du stirbst. Sind alle zu schnell. Jetzt komm, komm. Pfeif ab, auch wenn ich verliere, pfeif ab. Pfeif nicht ab, pfeif nicht ab. Oh, ist das schon Nachspielzeit? Oh. Alter, das war 11 Meter! Schwein gehabt. Also Wolfsburg hätte es sich eigentlich verdient. 3 Punkte, kassiert hier aber trotzdem Hamburg. Und damit der 2. Sieg hier für mich. Schauen wir mal auf die Werte. Das war der super Beginn. Gleich in der 1. oder 2. Minute. Am Ende hat es nicht gereicht. Schüsse ausgeglichen. Schüsse aufs Tor hast du sogar mehr. Ich noch ein bisschen mehr Ballbesitz. 2 Kämpfe gleich. Fouls habe ich mehr. Gelbe Karten gab es 2 für mich. Abseits 2:0. Ecken 5:2. Schussgenauigkeit bist du deutlich besser. Passgenauigkeit ist gleich. Ja, sie war mindestens ein Unentschieden drin. Muss man ich, so sagen. Ich sag dazu nichts mehr. Das, also was die da manchmal für Pässe spielen, du meine ja. Fresse. Na gut, Freunde, wir sehen uns nachher wieder. Bremen gegen Dortmund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.